Ja, auf alle Fälle. Ja, ich würde mal sagen, du bist ein guter Typ, erstmal Nummern austauschen, oder? Ich hab gar kein Handy. Ich hab gar kein Handy. Ach, du Heiliger, echt jetzt? Ja, klar. Was soll ich mit dem Handy? Moin, ich bin der Cutter und heute gibt es wieder eine sehr Leckerschmecker-Folge von GTA RP Highlights. In der letzten Folge hat Peterson einen netten Herrn getroffen. In der heutigen Folge schenkt der Herr Peterson sogar ein Handy, zerstört und misshandelt den Like- sowie Abo-Button und los geht's. Was ist das denn für ein riesiger LKW? Sag schon mal, komm hier mit so kleinen Fahrzeugen und du rückst mit einem riesigen LKW Skype an? Grüß dich. Wie viele Erdnüsse willst du reinladen? Toll! Hab ich jetzt nicht geguckt. Ja, ich glaube, bei ihm passt jede Menge rein, ey. Der ist mit einem riesigen LKW hier vorgefahren, ne? Ja, ist so, ne? Ja, auf alle Fälle. Ja, ich würde mal sagen, du bist ein guter Typ, erstmal Nummern austauschen, oder? Ich hab gar kein Handy. Im Ernst? Wer hat bitte im Jahr 2022 kein Handy? Ich, der Cutter, werde ja wahnsinnig. Ach du Heiliger, echt jetzt? Ja, klar. Was soll ich mit dem Handy? Ah ja, Erreichbarkeit, Anrufe, Jobangebote. Haben Sie nicht eine Brieftaube oder so? Nee, ich glaube eher nicht. Ich glaube, die Brieftauben, die wurden damals abgeschafft. Und haben Sie einen Fax? Ich kann Ihnen meine Faxnummer geben. Faxnummer? Ich glaube, Fax habe ich auch nicht, ich habe nur das Telefon. Ja. Fax ist schwierig, wurde auch schon abgeschafft. Schade. Haustelefon? Nee. Moment noch wohnungslos. Meine Adresse, dass Sie mir einen Brief schicken können, dass ich Bescheid weiß, wenn Sie was wollen. Ist das geil? Ich verarsche Sie nur. Geben Sie mir ein Handy, ich weiß schon, wie ich das einrichte. Meine Güte. Haben Sie ein Handy oder haben Sie keins? Nee, habe ich tatsächlich echt nicht. Moment. Ich bin jetzt gerade oben am Erdnüsse pflücken. Er ist piss. Ich nehme ihn da so hoch, der Arme, ey. Faxgerät. Ich glaub, der will jetzt. Wie ist nochmal Ihr Name? Herbert Peterson. Peterson ist der Name. Herr Peterson, mein Kollege kommt jetzt gleich vorbei und bringt Ihnen ein Handy mit. Ich hab das mal arrangiert, ne? Oh, danke. Ja, gerne. Ja, gerne. Vlad, du hast deine Jungs aber hier unter Kontrolle, hä? Du hast aber deine Jungs hier unter Kontrolle. Was ist unter Kontrolle? Ja, du stehst hier und die anderen arbeiten. Das finde ich gut. Ja, weil ich schon komplett vollgeladen bin. Siehst du nicht, wie das Heck hinten von meinem Fahrzeug schon runterhängt? Herr Peterson? Ja? Ja, moin. Ich will mir vorstellen, das ist der Herr Dust, ne? Wir haben Ihr Handy dabei. Moin, Herr Dust, mein Name ist Herbert Peterson. Grüßen Sie sich. Guten Tag, Dust, mein Name. Rechtsanwalt. Ah, moin. Ja, also Sie brauchten ein Handy, habe ich gehört. Richtig. Kommen Sie mal ein bisschen mehr zur Seite. Jo. Überreichen. So, das wäre das hier. Dankeschön. So, wie geht denn das Ding? Schön. Cooles Handy. Gut. Also ich hoffe, dass dieses iPhone-Design, das verwirrt Sie nicht als etwas älterer Herr. Ich hab's. Was soll das denn heißen? Nix. Also wenn Sie bei sich auf die Kontakte gehen, dann können Sie Ihre Nummer per AirDrop senden. Ja. Hey. Aha. Bitte schön. Ja, wunderbar. Dann schicke ich mal meine. Frage? Ja. Und soll bestimmt auch sein, oder? Mhm. Ja, natürlich. Hey, ja. Yeah. Ich muss dir vorstellen, der Herr kommt aus Hamburg. Haben Sie bekommen? Nee, ich hab nichts bekommen. Warte mal, ich geh mal ein Stück weg. Dann. Ah ja. Dann das. Sehr schön. Haben Sie meine auch bekommen? Machen Sie es nochmal bitte. Ja. Ah, jetzt. Haben Sie vielleicht ein Bierchen Pisswasser oder sowas? Heißt das hier? Nee, Pisswasser hieß das hier, oder? Ich muss gucken, was ist was zu trinken? Was zu essen? Überhaupt gar nichts dabei. Und das Scheiß. Ist schlecht. Weil Essen ist. Mir knurrt der Morgen schon ganz schön. Na gut, dann muss ich los. Achso, Sie brauchen was zu essen. Oh Gott. Oh nein! Das passiert mir mal. Es ist sehr unangenehm, das darf hier nicht passieren. Ich brauche was zu essen und was zu trinken dabei eigentlich. Ich brauche was zu essen. Oder noch ein Pisswasser. Ich trinke leider nur Leitungswasser. Kein Pisswasser? Und ich hoffe, man zieht. Nee, Leitungswasser. Aber Pisswasser ist doch teuer hier, oder nicht? Fünfmal gesagt, Ende. Ich trinke eher Whisky. So, hier haben Sie mal zwei Wasserflaschen und zwei Burger, das soll es auf jeden Fall. Nein, ich hab die Wasserflaschen. Am Leben behalten.
Haben Sie die Burger? Ja. Ja, warten Sie mal, ich gebe Ihnen gerade mal das Wasser. Ich habe wohl irgendwie das fälscherweise abgeworfen. Ich habe ihm gerade schon Wasser gegeben, aber kannst du es. Gerne auch nochmal was ergeben. So. Oh, das ist super. Ja. Okay. Ja. Nee, nicht Server, ausreichend Server. Also. Ist jetzt hier unten liegen? Ja, alles gut. Was mich hierher führt? Richtig. Ja, ich wurde mir empfohlen und dann dachte ich, mal guck ich mal vorbei. Okay, weil sie sehen irgendwie auch wie ein Anwalt aus. So, Verbreitung. Ach, Anwalt war ich mal, aber ich bin eingerostet. Ja, denke ich nicht. Ja, Herr Petersen. Ja? Hamburg? Hamburg? Ich glaube, der kommt ja auch aus Hamburg, ne? Hamburg? Nee, nee. Hamburg, meine Perle. Ja, moin. Ich komme aus Hamburg. Alles klar, Leute. Ja, klar, und bei Ihnen? Ja, sicher. Ja, sehr schön, freut mich. Sie sind der zweite alte Mann, den ich auch hier sehe. Ich bin doch nicht alt, junge Dame. Ich meine natürlich nicht, dass sie alt sind. Ja, ist klar. Sag schon mal, wie viele Tonnen passen in dein LKW eigentlich? Ich bin gerade erst 27 geworden, was soll das denn? Ja, War ein Spaß, ich bin 54. Das ist ja noch jung, das ist ja Mitte, die goldene Mitte oder so. Okay, das war genug für heute. Ich, der Cutter, wünsche euch noch einen schönen Tag. Bis zum nächsten Highlight-Video.